Hallo unsere Leute zu einer weiteren Folge, dem Himmel sei Dank, und wir werden jetzt hier ein bisschen Schwarzeichenholz abfällen und wir müssen mal gucken und hoffen, dass wir genügend rausbekommen aus dem Laub oben. Gehen wir da gleich auch mal, sobald wir oben sind, wenn jetzt den Kreis schön nach oben bauen, Schwarzeichen-Style, und dort werden wir ein bisschen mit der Crook arbeiten und gucken, dass wir da ein bisschen was zusammenkriegen. Dann werden wir gleich mal gucken, dass wir versuchen, die Mob-Farm, also die Richtung schon mal aufzubauen. Und weil die wollen wir aus der Schwarzeiche bauen. Deswegen haben wir die aufgebaut. Frage ist halt, ob wir genug, erstmal genug Setzlinge hier jetzt rauskriegen, regelmäßig. Dazu müssen wir definitiv die Crook benutzen, weil die Wahrscheinlichkeit damit, glaube ich, größer ist. Ah, wir haben schon mal drei. Ich glaube, das dürfte durchgehen. Und wir könnten mal ein paar Fäden machen, weil wir aus Wolle machen können. Das wäre auch ganz cool. Können wir bei Zeit nochmal uns wirklich ein kleines Häuschen oder sowas bauen. So, wechsel dich. Zack. So, da lernen. Ich glaube, wir haben genug Setzlinge. Ja, sind auf jeden Fall sind mindestens 4 gedroppt. Ich glaube sogar 5 oder 6. Und. Okay. Runter. 7 sogar. 8. Mensch. So, und dann können wir hier weitermachen. Weil bei Schwarzeiche ist es mal ziemlich kritisch, aber wie gesagt, wir hätten sowieso auf Dauer, ist nicht das Problem, weil wir sowieso an die Setzlinge mal wieder kommen. Deswegen ist ja eine Farm damit zu errichten nicht schlimm. Falls uns das mal irgendwann ausgehen sollte, können wir da immer noch sehr vorsichtig handhaben. Ich werde jetzt trotzdem 4 in die Kiste packen. Die Baumfarm werden wir irgendwann auch da hinten dann für Schwarzeiche vielleicht mal noch 2x2 Dinge aufbauen. So, die Hälfte setzen wir aber davon auch schon mal hier rein. Dann haben wir schon mal fertige Setzlinge. So, und dann können wir direkt eigentlich nochmal machen. Wobei, ich glaube, es reicht sogar so. Haben wir noch genügend Half-Steps, um weit genug wegzukommen? Das ist jetzt die Frage. Weit genug weg, damit Mobs spawnen. Weil Mobs spawnen erst ab einer gewissen Distanz zu einem. Und das müssten wir natürlich hinkriegen, dass wir diese Distanz erreichen. Dazu müssen wir halt ein Stückchen weg von zu Hause. So. Den könnt ihr immer wieder abbauen. So, mit Steinwerkzeug fühle ich mich auf jeden Fall schon mal wohler. Ich hätte auf jeden Fall gerne auch Steinrüstung. Bin gespannt, wie das Nether hier irgendwann aussieht, wenn man so weit kommt. So, reicht das schon? Reicht das schon zum Spawnen? So. Müssen wir so eine Plattform hier machen, ne? Das ist jetzt eine andere Sache. Weil dazwischen sowieso, denke ich, eine komplette Fläche wäre auch ein bisschen übertrieben. Also ein paar Wege wären schon okay. Weiß man auch nicht, ob ich, wie ich die begrenze. Generell sollte ich mal eine Begrenzung machen. Generell sollte ich auch vielleicht das hier vorne ein bisschen breiter machen. Hatte ich hier schon angefangen. Jetzt müsste ich ja Holz farmen. Wenn wir die hier mal nebenher hinsetzen. So. So, dann können wir die hier. Oh, wir können nicht mehr rennen. Ja, wir müssen auf jeden Fall weiter gucken, dass wir an Eisen kommen. Dazu können wir auf jeden Fall hier mal weiter hämmern. So. Ich glaube, ob Kies oder Sand war dabei egal. Und dementsprechend können wir auch mit Kies machen. Kriegt der Hammer nicht ganz so viel runter. Dann setzen wir uns wieder mal ganz entspannt hin und drücken ein bisschen das Mäuschen. Noch haben wir nicht so viel Stein, dass das ganz relevant wäre, wie viel wir hier drücken. Ja, generell brauchen wir jetzt aber Holz normal. Das heißt, wir werden die Steinproduktion nicht weiter vorantreiben können. Iron Ore Piece, noch 2 Stück, dann hätten wir 3 brauchen für einen Eimer. Holla, ich bin jetzt schon hier, jetzt noch kurz mal safe gehen. Ja, 3 brauchen wir dafür. Oh, man kann sogar
einen Eimer aus jeglichen Ressourcen machen. Aber am meisten Iron haben wir. Das heißt, zweimal noch Iron Ore Piece. Dann hätten wir das auch schon geschafft. Und ja, das können wir eigentlich mal jetzt, können wir jetzt zuerst angehen. Dann können wir schon mal was zu essen machen, weil das geht uns doch kaputt. Da haben wir den einen Baum. Ein Reservehammer habe ich, okay. Weil das hätte ich gerne. Mit so einem Eimerchen können wir halt auch wenigstens vernünftig da arbeiten. Mit dem Wasser, dann können wir ein bisschen Erde nochmal produzieren. Können was, dann halt, wir haben ja gute Ressourcen da. Können Kartoffeln machen. Ich weiß, sind zwar nicht mehr so OP wie früher, aber das ist immer noch eine gute, gute Alternative. Gluck, tuck, 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 tuck. Weil Äpfel müssten wir, glaube ich, um es wirklich effektiv zu haben, müssten wir die Crook dauerhaft verwenden. Und das kostet uns doch viel mehr Zeit, als wir eigentlich wollen. Und dementsprechend tun wir es nicht. Den werden wir nicht mit dem Hammer hauen. Wobei. Den Hammer können wir auch schon noch kaputt machen. Der Hammer kaputt ist. Oh, nehmen wir die Axt. Und sie auch wieder hoch. Und wir noch mit der Crook ein bisschen wüten. Bis wir safe jetzt auch wieder genug Setzlinge haben für einen Wiederaufbau dieses Baumes. Also für einen Reservewiederaufbau, falls mal einer nichts abwirft. Und sollte das mal irgendwann nicht der Fall sein, muss ich den nächsten Baum wieder mit einer Crook bearbeiten. Okay. Der große Vorteil ist halt, dass wir hier sehr schnell auch an einer derselben Stelle wieder einen neuen Baum hinsetzen können. Das macht es schon entspannter. Wir haben zwei. Aber ein dritter. Dann haben wir sogar im Inventar. Wir bräuchten halt schon acht. Vorher würde ich sie nicht einfach so hinsetzen und dann den Drop entscheiden lassen, ob wir nochmal einen Schwarzeichenbaum, aber ich glaube, das müssen wir sogar fast. Das ist sad. Wir kriegen, glaube ich, sogar nicht mal so eins zusammen. Wir kriegen nicht mal so eins. Da unten liegen welche. Aber nur zwei. Das ist ärgerlich. Ich hätte nämlich eigentlich gerne das fertig gemacht. So, egal. Ein bisschen Hammer nochmal rein. Ganz ist gerade, glaube ich, genug für eine Mobfarm, die wir in Dunkel bauen. Die Mobfarm möchte ich nicht aus Cobblestone bauen. Das ist ein bisschen. Oh. Die Distanz reicht auf jeden Fall. Okay, die Distanz reicht. Das heißt, wir fackeln hier mal schnell aus. So. Und dann bauen wir da drüben jetzt eine Fläche. Und auf die setzen wir dann. Erstmal machen wir die Erdproduktion. Wir können es beides ein bisschen simultan machen. So, Erdeproduktion einmal starten lassen. So, in Gang bringen, wollte ich sagen. So, und dann. Das ist schon mal schön, dass es funktioniert da drüben. Das ist eine ziemlich nice Sache. So, wir haben hier voll gekriegt. Wir haben 5. Der kann nebenher schon mal gebaut werden. Die Eichenbäume können auch schon mal. Wahrscheinlich damit gleich aufplöppen, weil ich hier sprinte. Silkworms könnten wir notfalls braten. Die machen aus. Die retten halt eigentlich auch nicht wirklich lange. Rosewood, Birke. Aber es wäre eigentlich doch trotzdem ziemlich cool. Wo ist Birke? Birkensetzlinge. 2 Stück. Den weg. Wir nehmen den weg. Setzen die Birke hier rein. Weil dann können wir mit der Birke ein ganz helles Holz gegen das schwarze Holz setzen. Machen wir einen Schwarz-Weiß-Kontrast für die Farm. So. Jetzt können wir eigentlich die anderen beiden Birkendinger auch noch. Den einen noch. Da reinsetzen. Wir brauchen ihn sowieso nicht. Weil wir, denke ich mal, hier raus. Warum geht ausgerechnet der eine und der andere nicht? Weil wir sowieso, denke ich, Setzlinge rauskriegen und es dann egal ist.
Und wir sind gerade sogar in der Wüste, was man gerade an dem Wüstenzombie gesehen hat. So. Haben wir ein bisschen was jetzt. Wir mit Schwarz und Weiß kontrastmäßig. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen hier. Komm. Wir brauchen noch ein bisschen von dir, Eichenbaum. Wir müssen die Fläche bauen. Die Fläche bauen für da hinten, wo wir die Mobfarm drauf haben. Da sollten wir schon eine Dunkelfläche von, also erstmal eine Fläche unten, wo wir drum rumlaufen können. Und dann sollte die Mobfarm jetzt auch nicht ganz scheiße aussehen. Natürlich sollte sie schon irgendwo produktiv einfach nur sein, aber ja, egal. So, Dalle. Und dann gehen wir jetzt darüber. Wir nehmen uns mal den hier mit. Dann müssen wir nicht so weit zurücklaufen. So, das Ding kann erstmal zur Seite. Das Ding hier hin. Und zack. Boah, kann man ruhig schon ein bisschen mehr. Zack. So. Egal. So. So, dann. Sollten wir auf jeden Fall auch ausfackeln. Die Stelle. Nicht, dass hier was spawnt. In der Zeit. So, ich lege 1, 2, 3, 4, 5, 6 zur Seite. Was auf der anderen Seite auch. Haben wir es jetzt ein bisschen symmetrisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt wir brauchen sowieso noch mehr Holz. Fällt mir gerade, sehe ich gerade. So, so. Weil wir damit nicht weit kommen. Auch wenn wir jetzt noch ein paar im Inventar haben. Das sind aber auch nur 14. Wir müssen ja noch. Das ist unsere Grundfläche, auf der wir später laufen wollen. Und die andere Fläche kommt minimal höher. Wir können die aber schon mal bauen. Wir können. Okay. Man kommt hier hin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Den kommen wir weg. 4, 5. Der liegt da schon mal. Das können wir auch schon mal reintun. So, dann, ne? So. Dann. So. Und hier ist es so, dass wir jetzt dahinter Sachen basteln können. Eigentlich brauchen wir dahinter nicht viel Fläche. Weil jetzt geht es sowieso hoch. Ah, wir hätten sogar noch Eichenbretter. Die können wir ja noch eben schon mal verwursteln. So. Da haben wir noch ein bisschen was zu unternehmen. Der Rest muss auf jeden Fall gut ausgeleuchtet sein. Das nur auf der einen nicht ausgeleuchteten Fläche. Die wird drin sein in dem Gebäude hier. Die Mobs spawnen und dann hier runterkommen. Wir machen es hier trotzdem mal aus Sicherheitsgründen für den Bau. So, hier werden die nachher runterdroppen. Das heißt aber, dass so. Das kann sogar so bleiben. Hier einen drauf hatte ich, ne? So, nach außen, der nach außen, zack, 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 zack. Haben wir schon mal den ersten Anfang. Och, die gehen einzeln kaputt. Das finde ich ein bisschen anstrengend. Teilweise gut, aber auch teilweise anstrengend. Mein Güte. So, ja, gut. Wir werden es so machen. Ich kann sich das nochmal erklären. Ich will noch Holz nehmen.
dass die Mobs sollen hier nachher runterlaufen. Das Ding hier. Schwarzeiche. Wir brauchen wieder mehr Schwarzeiche. Weil der Block soll hier schon schwarzeichenmäßig aussehen. So. Die müssen ja reinlaufen können, ne? So, Futterle. Und nach da hinten kommt jetzt eine Fläche, die dunkel sein soll. Wird sie auch. Birkenholz machen wir hier hin. Hier können wir auch Birkenholz hin. So. Wissens designmäßig. Auch wenn es jetzt trotzdem klotzig ist, nachher nicht komplett hässlich ist. So, wenn wir da einen Block hinmachen, da einen Block hinmachen. Und für uns hier ein kleines Birkendach setzen. Brauchen wir Birkenholz als Half Steps. Hoppala. So. Ja. Oh. Zack und gib mal euch die da. So. Als kleines Dach. Da kommt eine Fackel rein. Da auch. So. So. Hier genau dasselbe. So. Und dann so. Hier machen wir auch oben hier natürlich auch zu. Oh, jetzt ist weg. Bis wir noch herlaufen können. So, 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 so. Oh, ich kann nicht mehr rennen. Kein gutes Zeichen. Was ich auf jeden Fall jetzt schon mal sagen kann, ist... Oh Gott, das Runterbauen ist natürlich anstrengend. In der nächsten Folge werde ich, denke ich, gucken, dass wir das Eisen zusammenkriegen, weil unser Essensvorrat ist hiermit gleich zur Neige. Wir haben natürlich dann ein bisschen... Ah ne, einen Apfel behalten wir noch. Wir essen uns nicht ganz voll, solange wir nicht viel Essen haben. Hier hinter kommt so, das ist schon okay. Ich glaube, hier werden wir noch mal einen kleinen, ein bisschen mit Zäunen arbeiten. Das können wir auch noch. Das machen wir noch eben. Das machen wir noch eben. So, okay, und machen wir direkt. Ach, zu viel schon reingedrückt. So. Ein bisschen mit Zäunen arbeiten. Das machen wir hier drüben an anderen Stellen auch. Glaube sogar, dass wir hier komplett einen Balken runterziehen können. Und dann sieht das schon gar nicht mal so kacke aus. Hier mal ein kleines Muster reinbauen. Vielleicht ein bisschen davor. So. So als Stand. Ja, und dann passt das schon. Hier nochmal einen Balken hoch. Vielleicht gehen wir da nochmal einen nach draußen. Und hier vielleicht auch nochmal einen nach draußen. Aber das passt schon. So, und hier nach hinten kommt auf jeden Fall dann eine Fläche. Die wird ein Stückchen größer noch sein, deswegen brauchen wir noch ein bisschen was. Halt dann Schwarzeiche, weil wir dann will ich schon damit das Konzept durchbauen. Wir sollten es vielleicht noch hier weiter ausfackeln. So, das sollte ausreichen, dass da drin jetzt noch keiner spawnt. Soll ja später erst passieren. Und wir sind an Tag 7 angelangt. Ich weiß nicht, welche Folge das ist. Eigentlich hätte man einen Tag nehmen können, aber ist auch schon anstrengend. So oder so, danke ich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Cheerio.